Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf der ISH 2011 am Stand von TC. Es ist ja mittlerweile eine liebgewordene Tradition, dass wir Ihnen auf diesem Weg alles Neue, Wissenswerte und Interessante vom TC-Messeauftritt noch einmal etwas näher vorstellen. Für all diejenigen, die nicht zur Messe kommen konnten und für diejenigen, die zwar hier waren, es aber gern noch einmal sehen möchten. Und hier sind Sie nun, die TC-Messe-News 2011. Sie wissen es wahrscheinlich, vor einiger Zeit ist eine neue DIN-Norm in Kraft getreten, die den Einbau von barrierefreien WC-Anlagen im öffentlichen Raum regelt, die DIN 18040. Diese schreibt unter anderem vor, dass Stützklappgriffe nunmehr 9 cm tiefer angeordnet werden müssen. Das seit Jahren bewährte TC-Gerontomodul ist dieser neuen DIN-Norm angepasst worden und nach wie vor werden die Stützklappgriffe von 12 namhaften Herstellern unterstützt. Große Ideen zeigen sich oft in kleinen Dingen, wie beim neuen TC-Bauschutzstopfen. Dieser kann jetzt beidseitig verwendet werden. Der Vorteil: bei der Feinmontage kann er in der Wand verbleiben, wird dann flächenbündig abgeschnitten. Und bei einer eventuellen Leckage im Dichtungsbereich funktioniert er als Sicherungsrohr. Das heißt, eventuell austretendes Wasser läuft nicht hinter die Wand, sondern vor die Wand. Die Leckage ist somit sofort sichtbar und kann nicht unbemerkt bleiben. Das bewährte TC-Profilsystem ist jetzt auch Brandschutz geprüft. Sie sehen hier das Beispiel einer doppelwandig belegten Sanitärtrennwand. Statt der Glasscheibe müssen Sie sich natürlich eine 18 mm Systembeplankung vorstellen. Und bereits in dieser Konfiguration erfüllt das System die Brandschutznorm F30. Wie Sie sehen, sind Ausstopfungen mit Brandschutzwolle hierfür nur im Bereich der Durchführungen erforderlich. Wird die gesamte Wand mit Brandschutzwolle ausgestopft, kann das TC-Profilsystem sogar Brandschutzanforderungen bis F120 erfüllen. Für den kritischen Punkt des Spülkastens hat TC ein maßgeschneidertes Brandschutzset entwickelt. Dieses wird vorn und hinten in den Rahmen eingepasst und dadurch entfällt die zusätzliche Anbringung einer Gipskartonplatte. Das wiederum ermöglicht die Montage von nur einer waagerechten Abflussleitung. Das bedeutet für Sie weniger Arbeit, weniger Aufwand, mehr Wirtschaftlichkeit. Bei aller Sicherheit, TC-Profil bleibt ein offenes System. Ob beim Lüfter oder bei den Rohren, sie sind nicht festgelegt auf TC-Materialien. Es können zum Beispiel auch Kupferrohre oder Edelstahlrohre oder sogar Kälteleitungen verbaut werden. Der Brandschutz bleibt erhalten. Für den Einsatz in hochnässebeanspruchten Bereichen, wie zum Beispiel Reihenduschanlagen, hat TC jetzt diese Glasfaser-Leichtbetonplatte im Programm. Sie ist 12,5 mm dick, muss nur einlagig montiert werden und die Montage ist vergleichsweise einfach. Sie verwenden die herkömmlichen Schrauben, wie bislang auch bei den Gipskartonplatten. Die Stoßstellen müssen nicht mehr angeschrägt werden, sondern werden lediglich verklebt. Für den Einsatz zum Beispiel in Krankenhäusern stellt die Firma Keramark hier auf der ISH 2011 eine spezielle WC-Keramik vor, das Espital-Ausgussbecken. Und in Zusammenarbeit mit Keramark hat TC hierfür ein spezielles WC-Profil entwickelt. Das Besondere daran, neben der normalen WC-Spülung können auch Aufputzarmaturen angebracht werden, mit denen dann zum Beispiel Bettpfannen an Ort und Stelle gereinigt werden können. Das seit Jahren bewährte TC-Register firmiert jetzt unter dem neuen Namen TC-System. Wie bisher liefern wir Ihnen dabei ein komplett vormontiertes Register, just in time, je nach Baufortschritt, auf Ihre Baustelle. Sie müssen nur noch die Anschlussleistungen erledigen. Ihr Arbeitsaufwand reduziert sich dadurch um rund 50%. Und durch die Vormontage direkt beim Hersteller ist die Einhaltung aller Vorschriften im Bereich Brand- und Schallschutz gewährleistet. Als international aufgestelltes Unternehmen ist TC derzeit in 18 Staaten weltweit tätig. Im letzten Jahr kamen Tochtergesellschaften in der Schweiz, in Norwegen und in der Tschechischen Republik hinzu. Weitere Expansionen in den asiatischen Raum, zum Beispiel nach China und Indien, sind derzeit in Vorbereitung. Und natürlich fertigt TC für die jeweiligen Märkte individuelle Produkte. Eine kleine Auswahl davon sehen Sie hier. Umweltschutz wird immer wichtiger und beim Trinkwasserverbrauch gilt, jeder Tropfen zählt. Hierbei hilft Ihnen der TC-Spülkasten. Mit seiner Kombination aus 2-Mengen-Spülung und 4,5-Liter-Spülung ermöglicht er Wassereinsparungen bis zu 50% im Vergleich zu Spülsystemen auf 6- oder 9-Liter-Basis. Die Einstellung der Spülmenge erfolgt dabei direkt am Ablaufventil. Das ist einfach und hält das System flexibel. Wenn zum Beispiel bei der Altbaumodernisierung kleine Spülmengen nicht sinnvoll sind, ist mit dem universellen TC-Spülkasten auch eine Spülmenge von bis zu 9 Litern möglich. Das beliebte TC-Square-Programm ist jetzt komplett, denn passend zur WC-Betätigungsplatte gibt es jetzt auch eine Betätigungsplatte fürs Urinal. Diese wird mithilfe eines Einbaurahmens fast vollständig in die Wand eingebaut. Sie steht dann nur noch 2 mm vor der Wand.
Das Finish ist aus hochwertigem gebürsteten Edelstahl und ist versehen mit einer speziellen Beschichtung gegen Fingerabdrücke. Weitere Finishes sind in Weiß oder in Chrom sowie in mehreren Glasvarianten, die farblich auf das jeweilige WC abgestimmt werden können und entweder vorwandig oder flächenbündig eingebaut werden können. Unter dem Namen TC Lux präsentiert sich dieses WC-Terminal, das sowohl herkömmliche als auch neuartige WC-Funktionen integriert. Äußeres Kennzeichen ist eine großflächige Glasabdeckung, die als Revisionsklappe dient und bequemen Zugriff zum Innenleben des Terminals bietet. Und dieses Innenleben hat es in der Tat in sich, denn es bietet innovative technische Features. Zum einen kann das gesamte Terminal um bis zu 8 cm in der Höhe verstellt werden. Dies geschieht über diese Schraubenmuttern, die von außen leicht durch die Revisionsklappe erreichbar sind. Die gesamte Höhenverstellung kann also auch nachträglich ohne besonderen Aufwand erfolgen. Zum Zweiten gibt es die Geruchsabsaugung Ceramic Air. Diese schaltet sich bei Annäherung automatisch ein. Geruchsbelastete Luft wird abgesaugt, im Aktivkohlefilter gereinigt und dann geruchsfrei wieder in die Umgebung abgegeben. TC Lux ist kombinierbar mit allen herkömmlichen Keramiken, insbesondere auch mit Dusch-WCs. Und die elektronischen und Wasseranschlüsse für die Dusch-WCs können ebenfalls in das Terminal integriert werden. Die Spülauslösung erfolgt über mechanische Tasten oder ein besonderes Design-Highlight über die elektronische Zen-Touch-Auslösung. Und apropos Design, TC Lux wurde mit zwei renommierten Designpreisen ausgezeichnet, Design Plus und dem Red Dot Design Award 2011. Mit TC Lux haben Sie die Wahl, soll die Zukunft Ihres Badezimmers so aussehen oder so. Rund ein Vierteljahrhundert ist es her, dass TC als erster Hersteller überhaupt Kunststoffverbundrohre für Fußbodenheizungen auf den Markt brachte. Jetzt meldet sich TC mit dem System TC Floor wieder auf dem deutschen Fußbodenheizungsmarkt zurück. TC Floor ist ein Komplettsystem, bestehend aus Verlegeplatten und Verlegezubehör, passenden Rohren sowie modular aufgebauten Verteilern und Reglern. SLQ Silverline Quality, das ist der TC-Qualitätsstandard, der natürlich auch für TC Floor gilt. Alle Komponenten werden im Haus umfangreich geprüft, sodass Kompatibilität und Qualität gewährleistet sind. Durch den modularen Aufbau, bestehend aus Basismodul sowie Zweifach- und Dreifachverteilern, haben Sie zum einen den Vorteil, dass Sie nicht unendlich viele verschiedene Module am Lager halten müssen und zum zweiten sind Sie auf der Baustelle viel flexibler. Sollte mal ein zusätzlicher Kreislauf nötig sein, können Sie diesen durch den modularen Aufbau ohne große Probleme bewerkstelligen. Wenn Sie TC-Logo kennen, und wahrscheinlich kennen Sie es ja, das Steckfitting-System für TC-Logo-Verbundrohre, dann werden Sie jetzt wahrscheinlich sagen, Kind, was bist du groß geworden? Denn TC-Logo ist in der Tat erwachsen geworden und ist jetzt auch für Rohrdurchmesser bis 50 mm erhältlich. Wie bei den kleinen Geschwistern können natürlich auch die TC-Logo-Fittings und Rohre in den großen Durchmessern einfach zusammengesteckt werden und halten dann bombenfest und absolut dicht. Dennoch kann die gesamte Verbindung demontiert und wiederverwendet werden. Natürlich kennen Sie TC Flex, das Universalrohrsystem für Heizung, für Gas, für Druckluft und für Trinkwasser. Und insbesondere für Trinkwasserinstallationen ist TC Flex ganz besonders geeignet. Zum einen haben Sie einen geringen Druckverlust, denn durch die Aufweittechnologie bieten auch die Fittings einen großen Innendurchmesser. Zum zweiten werden keine O-Ringe verwendet, dadurch entsteht eine totraumfreie Verbindungstechnologie. Und hier haben wir Ihnen einmal eine TC Flex Trinkwasser-Ringleitung installiert. Der besondere Vorteil, auch selten genutzte Entnahmestellen werden regelmäßig durchspült, denn wie sagt schon der Chinese, fließendes Wasser fault nicht. Seit über 20 Jahren sorgt TC Flex nun schon für glückliche Installateure. Einige von Ihnen bezeugen ihre Zufriedenheit mit dem System auch hier auf der Messe. Und deshalb sagen wir, TC Flex hilft gegen Kopfschmerzen infolge von Gewährleistungsproblemen und Mängelbeschwerden. Neu im Duschrinnenprogramm von TC Drainline ist ein Set für Natursteinböden. Durch den Wegfall von Edelstahlkanten ergibt sich ein einheitliches Erscheinungsbild mit einer durchlaufenden Maserung und dadurch eine besonders hochwertige Ausstrahlung. Und natürlich ist auch dieses Natursteinset kompatibel mit allen Abläufen aus dem TC Drainline Baukasten. Als Fachmann wissen Sie natürlich, die optimale Ablauflösung ist ein senkrechter Ablauf, denn er bietet eine hohe Ablaufleistung bei geringer Aufbauhöhe. Allerdings muss hierzu die Decke durchbrochen werden und das kann bei einem Feuer schnell problematisch werden. Abhilfe schafft hier das TC Drainline Firestop Brandschutzset. Die Vorteile dieses Sets, es passt in kleine 130 mm Kernbohrungen, es wird mörtelfrei montiert, nämlich einfach an den Ablauftopf angeschraubt und es ist mit allen Ablaufrinnen aus dem TC Drainline Baukasten kombinierbar.
Das TC Drainline Firestop Brandschutzset bietet 120 Minuten Feuerwiderstandsdauer nach DIN EN 13501-3. Sie kennen das sicherlich. Wann immer Sie mit einer Badrenovierung in einem Haus betraut sind, das, sagen wir, vor mehr als 35 Jahren gebaut wurde, wird es schwierig mit dem bodenebenen Einbau von Duschen, denn die Aufbauhöhen waren damals einfach zu gering. Abhilfe schafft hier der Problemlöser für Renovierungen, der superflache Ablauf von TC Drainline. Mit einer Bauhöhe von nur 53 mm bis zum Flansch schafft er eine Ablaufleistung von fast 0,5 Litern pro Sekunde. Der superflache Ablauf hat eine Nennweite von DN40 und ist mit allen Ablaufrinnen aus dem TC Drainline Baukasten kombinierbar. Die Fettabscheideanlage TC Basica Classic überzeugt durch viele Vorteile. Zum einen ist sie durch die ovale Bauform sehr platzsparend unterzubringen. Zum zweiten macht sie Ihnen Reinigung und Entsorgung denkbar einfach und vor allem auch denkbar angenehm. Wenn das Gerät voll ist, wenn die Reinigung ansteht und die Entsorgung, dann drücken Sie einfach auf einen Knopf. Und ein kräftiger Elektromotor durchrührt das gesamte Entsorgungsgut. Dadurch wird das abgeschiedene Fett optimal mit dem verbliebenen Restwasser vermengt. Gleichzeitig wird die Anlage innen vollständig gereinigt. Und der Ablauf des gesamten Entsorgungsgutes erfolgt dann durch dieses Rohr, das direkt an den Entsorgungs-LKW angeschlossen wird. Die Anlage muss nicht geöffnet werden. Das bedeutet für Sie weitgehende Wartungsfreiheit und vor allem keinerlei Geruchsbelästigung. Die TC Basica Classic ist erhältlich in den Nenngrößen NS2, die sehen wir hier, bis NS7. Als Alternative zur TC Basica Classic, insbesondere bei großen Entsorgungsmengen, bietet sich dieses Gerät an, die TC Basica Praktica Plus, eine Fettabscheideanlage aus Edelstahl. Der besondere Vorteil hier zum einen ist das Gerät ab der Nenngröße 2 bis hin zur Nenngröße NS25 erhältlich und eignet sich insofern also für große Entsorgungsmengen. Zum zweiten werden Nahrungsmittelreste und Fett automatisch abgeschieden und in die entsprechenden Entsorgungsbehälter verbracht, bei Nassmüllentsorgungsanlagen per Vakuumpumpe direkt in die dortigen Entsorgungsbehälter. Es bleibt nur das normale Abwasser übrig. Dieses kann als normales Abwasser abgeleitet werden. Die monatlich erforderliche Entsorgung der Gesamtabwassermenge entfällt somit. Das bedeutet für Sie eine erhebliche Ersparnis und natürlich auch viel weniger Aufwand. An dieser Stelle ist ein Dank fällig, und zwar ein Dank an Sie, denn Sie haben entschieden. Über 100 Entscheider aus der Industrie und mehr als 5000 Leser der Fachzeitschrift SI haben TC den Best of Management Award 2011 zuerkannt für die beste Managementleistung in der SHK-Industrie in den letzten Jahren. Dafür vielen Dank. Das waren die TC Messe News von der ISH 2011. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und ich sage Tschüss bis 2013.